Was macht die denn? Warum läuft die denn einfach weg? Vor allem wohin? So, die Drohne hier benutze ich auf jeden Fall nicht. Oh. Hallo. Child's play. Die Drohne benutze ich auf jeden Fall nicht, denn ich möchte mich noch weiterhin bewegen können und ich weiß immer noch nicht, wie man da wieder rauskommt. Oh. Okay, das muss ich mir auch noch angewöhnen, dass ich die 2 klicken muss, damit ich in der Luft... Weil das ist auch ein bisschen anders. In Genshin kannst du halt einfach die Leertaste wieder drücken, damit du in der Luft den Dingens auslöst. Den Gleiter. Hier ist es 2. Ah, der Bogen gefällt mir auf jeden Fall. Okay, was kann ich denn mit dir machen? Irgendwas können wir doch mit dem machen, ansonsten würde der hier nicht so rumliegen. Können wir klettern mit dem Ding? Nee. Guck mal, da ist ein Vogel, den können wir doch unterschlagen. Ah, oh, ne, den kümmert's gar nicht. Okay, weniger ablenken lassen. Weiter Dingens folgen. Shirley, what are you doing out here? I just wanted to see the stars. I'm sorry. I just want to be alone. Just for a little while. When we were little, Zeke used to take me out here to gaze at the stars. I like it here. It's so quiet and peaceful, like all the bad things in the world just didn't exist. Sieht nicht gut aus gerade. I wish things could be like back then. Forever. I didn't want to make Zeke sad. Shirley, are you okay? What am I gonna do? Shirley! Oh. I'm sorry, Zeke. This was all my fault. It's not your fault. Her condition's worse than we thought. I should have been watchful. We did a full checkup on her. Her conditions are not stable and may take a turn for the worse at any time. Er klingt irgendwie sehr gechillt dafür, dass seine kleine Schwester irgendwie gerade ziemlich in der Klemme steckt, ne? Celine's friends are coming to help, but they won't be here at least until tomorrow. We don't have that kind of time. I need your help again. There's someone. Someone who may have a way of saving Shirley. Und wer? There's an abandoned lab near the northern coast of Astra. Just send the word there. Also, please don't mention this to anyone else in the shelter. Warum nicht? I'm sorry. I can't tell you the identity of that person. You're the only one in the shelter who can help me. Okay. I'll try my very best. Müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin, okay. Ich hatte irgendwo eine Kiste gesehen. Irgendwo, als wir gerade eine Filmsequenz haben, hatten. War das denn? Da sind wir in so einen Raum reingegangen und haben mit denen gequatscht. Ah, hier war das, glaube ich. Ey, die ist weg.
Hier, genau hier war eine Küste, die hat geleuchtet. Wie frech. Einfach mein Loot geklaut. Na gut, dann hüpfen wir mal darüber, würde ich sagen. Können wir nicht alles aufmachen, ne? Nee. Dann hüpfen wir mal darüber. Und gucken, ob wir die Person finden, die uns helfen kann. Oh, die beiden sehen auch gut aus. Und die drei, die da oben rechts auch. Ui. So, wir müssen in die Richtung. Ah, reicht das bis da hinten hin? Ich weiß nicht. Ah, doch, müsste reichen. Ist voll ungewohnt in so einem Game, den Chat da irgendwie zu sehen. Weil man kennt es nur von Genshin, was halt Singleplayer ist den Großteil der Zeit. Was ist das denn? Das sieht ja sehr merkwürdig aus. Oh, wer bist du denn? Okay, das ist auch ein bisschen komisch. Man kann den Charge Shot abschießen. Aber man kann nicht direkt wieder in den Charge Shot in den nächsten rein. Also das Kampfsystem ist nicht so ganz meins, muss ich zugeben bis jetzt. Da bin ich von Genshin besser aus gewohnt. Der respawnt aber schnell. Get out of my way. Okay. Salat. Merk schon, ich verliere dir mein Ziel aus den Augen, mein eigenes. Wie so oft. Aber hier oben ist aber auch noch was. Immer so viel zu entdecken. Ach da. Komm ich da überhaupt an? Nee. Wie mach ich das denn? Das. Kann ich das abschießen? Nee. Kann ich da... Auch nicht. Ah, doch. So. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade funktioniert. Das hat, was weiß ich, keinen Plan. Das ist auch ein bisschen Umgewöhnungssache, dass man keine wirkliche Plunging Attack hat. Dass wenn man in der Luft ist, dann in der Luft stehen bleibt und einfach weiter schießt. Ich schwebe einfach die ganze Zeit, bis die Ausdauer aufgebraucht ist. Ah, okay. Wir müssen da unten hin. Kann ich denn... Ich wollte es ausprobieren, aber dann kam die Zwischensequenz. Ich wollte ausprobieren, beim Gleiter kann man ja immer sich fallen lassen und kurz vom Boden nochmal den wieder auslösen. Jetzt konnte ich das hier leider nicht herausfinden. Muss ich gleich nochmal probieren. Wenn das geht, wäre natürlich nice. Ansonsten wäre es irgendwie blöd, wenn man die ganze Zeit warten muss, bis man runtergeglitten ist. So gefühlt eine halbe Stunde.
Aber das kann ich ja hier nochmal ausprobieren. Wenn ich jetzt so mache. Ah ja, gut. Geht. Sehr schön. This place looks like it's been abandoned for quite some time. I wonder if anything still works. Probieren geht über studieren. This data. Chrono chambers? The coordinates look like they're near the shelter. Keine Ahnung, was Chronokammern jetzt sind. Hat man damit schon was zu tun? Ich glaube nicht. Okay. Da hätten sie vielleicht auch die die Geschwindigkeit der Schrift ein bisschen beschleunigen können. Jetzt haben wir hier eine Downtime von gefühlt einer halben Minute gehabt. Was? I'm very sorry. I'm here to deliver a message and didn't mean to look through your things. Why are you here, stranger? Zeke's sister was seriously wounded, so he asked me to look for help here. We will take care of that. Please leave if you have nothing else. Hello? Okay. Hello? I really hope they can help Shirley. Ja, wir haben alles getan, was wir tun konnten, ne? Okay, hier ist noch irgendwas oben. Wie war das? Ah, ich glaube, wenn ich nicht... Ah, vielleicht, wenn ich gedrückt halte, dann springt er hoch. Ah ja, okay. Cool. Gut zu wissen. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. So ein paar 10-Puls hier, 10er-Wünsche wäre ganz schön. Damit wir ein bisschen was ausprobieren können. Child's play. Haben wir vielleicht noch was gekriegt? Ja, nicht viel. Warum leuchtet der Shop eigentlich die ganze Zeit auf? Da ist doch nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir... Ach so, hier. Der Pass. Aber da habe ich, glaube ich, schon alles... Oder habe ich? Nee, habe ich schon alles abgeholt. Okay, Waffen habe ich aber was Neues. Ah, jetzt kann ich... Stimmt, nee, das mit 3 Waffen, das wusste ich ja schon. Den kann ich theoretisch ein bisschen verbessern, weil das ist eine SSA. Können wir ein bisschen was reinpacken. Stufe 10. Verstärken. Machen wir einfach mal. Für 20. Da lasse ich es erstmal bei. Weil ich hoffe noch irgendwie vielleicht einen Bogen. Ich mag den Bogen eigentlich sehr. Auch wenn der Charger-Angriff ein bisschen mehr strange ist. Aber ja, da spare ich noch ein bisschen drauf. Mal gucken. Was haben wir hier jetzt noch? Errungenschaften. Können wir noch was abholen? Okay. Ein bisschen Kleinkram zum Einsammeln. Ja, da war noch was. Geschichte. Ach da. Ganz klein. Hier ein Goldkern haben wir noch bekommen. Wunschtechnisch sieht es aber noch nicht so wirklich doll aus. 1, 0 und 1, glaube ich. Ah, so gut, hier haben wir noch 6. Aber da warte ich. Ich warte jetzt erstmal, bis wir da wieder einen Tenpool zusammen haben. Das ist angenehmer. Okay, dann bringen wir einmal wieder zurück. Verfolgen da die Storyquest noch ein bisschen weiter. Sagen wir der Zecke mal Bescheid.
dass wir seiner Bitte gefolgt sind. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Huch. Was zum... Shirley's not a monster. I'll make her better. Whoa. Nicht dein Ernst. Shirley, I can't. I just can't. I don't have much time left, Zeke. Don't let me become one of those things, please. I just do it, Zeke! There's no time left. You made the rules. You have to do it, Zeke. Enough. Everyone leave. What the fuck? Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es so eine dunkle Wendung nimmt. What happened? Why is everyone saying those things? That's the way things are around there. If one of us changed, the closest to them will have to put them down. The very least. Was? They can go with some dignity. None of us wanted to see this happen to Shirley. But Zeke, he... Paul and I will stay here to keep everyone calm. As for Zeke... I'll go check on them. Alter. Das ist aber eine heftige Regelung, ey. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, okay, zu sagen, yo. Wir überlassen das dann lieber den Personen, die der Person am nächsten stehen. Aber auf der anderen Seite, och, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Zeke, she's suffered enough. She's not dead yet. Can't you see the reality of things? She's already... Don't jump to conclusions so easily, Franz. She will be given a new life. A new life? As what, a clone? Droid? Or maybe something like you? Isn't that it? Isn't it rather superficial to cast judgment on what life is or is not? It is time. Let us go. Zeke, I pray you know what you're doing. Ooh. I'm gonna bring her home. Die hat ganz schön große Hände. Hey, Franz, was ist denn da gerade passiert? Oh, I guess you saw all of that, huh? Ja. Who is that with Zeke? Just an old acquaintance, nothing more.
She said there's still hope for Shirley. Is that true? From what I know, aberration is irreversible. The only thing we can do for the afflicted is to send them on their way, as humans. But Shirley... I don't know how they're planning to save her, but even if they did, would Shirley still be the same Shirley that we knew? You look like you have something to say. Ich habe viele Fragen. Zum einen, wie kommt das überhaupt, dass sie mutiert? Sie wurde ja nicht von irgendwem oder irgendwas verletzt. Also passiert das einfach, wenn man irgendwie sein komisches Dings da, Bums da überlädt oder wie? Und zum anderen, verhält sich das denn nicht, ist das nicht mehr oder weniger die Frage, die wir vorhin schon gestellt haben, bei diesem komischen Portteil da, von wegen, wenn wir zersetzt werden und woanders hingeportet werden und da wieder zusammengesetzt werden, sind wir dann doch wir selbst? Die Frage könnte man dann ja auch auf das hier anwenden, oder nicht? Erwähne die mysteriöse Person. Ich erzähle ihm von der mysteriösen Person. And here I thought you were gonna keep it a secret. You knew? I should have known that's what Zeke would do. So what did they tell you? I didn't exactly get to meet them. I only requested their help via a communication device, and they said that they would. I also found something that looks like an experiment log. It mentions something called the Chrono Chamber. The Chrono Chamber? Ah, you sly fox. How could I have missed it? Who's Zeke looking for? The leader of the heirs of Ida. Goes by the codename Sage. Even within their organization, he's shrouded in mystery. If he really was on Astra, everything that's happened so far would be the least of our troubles. Let's head back to the shelter. We have to tell them about what's happened. Okay, Franz, wenn du das sagst, dann machen wir das gleich, nachdem ich die scheinenden Dinger hier eingesammelt habe. Aber da auf der Karte, da leuchtet doch noch was hier. Ist das da oben irgendwas? Da gucke ich jetzt noch mal kurz. Ja, was ist das denn? Repariere Daten, geschätzte Wartezeit. Was? Ein Tag, 12, 22 Stunden. Ist das eine... Ach, das ist vielleicht eine Kiste, die alle paar Dingens resettet oder so. Hm. Oh, das wollte ich gar nicht. Verbindung zum Server nicht möglich, was? Au. Okay. Mein OBS nimmt noch weiter auf, aber scheinbar ist mein Internet weg. Dann würde ich mal sagen, ist das denn der perfekte Zeitpunkt, um hier Schluss zu machen? Weil, ja, das macht ja dann so keinen Sinn, ne? Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal weiter, was mit Shirley passiert, ob wir sie noch irgendwie retten können. Und wie die Geschichte so weitergeht. Bis jetzt gefällt mir das Game eigentlich ganz gut. Es kommt nicht ansatzweise an Genshin ran, das sage ich ganz offen und ehrlich. Aber es macht Spaß. Das auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.